Audio meets Video, so lautete das Motto der 24. Tonmeistertagung in Leipzig. Die Veranstaltung zählt zu den bedeutendsten internationalen Fachkongressen der professionellen Audiobranche. Den thematischen Schwerpunkt bildete die zunehmende digitale Vernetzung von Ton und Bild in der Medienindustrie. 164 Aussteller präsentierten im Kongresscenter Leipzig die Produkte von rund 300 Herstellern aus aller Welt. Zu bestaunen gab es die neuesten Trends und Entwicklungen in der Audioindustrie, zum Beispiel digitale und analoge Mikrofone und verschiedenste Mischpulte. Aber auch Produkte aus der Fernseh-, Film- und Videobranche waren vertreten. Eines der Highlights war der digitale HD-Übertragungswagen der Firma TVN, eine 10 Millionen Euro Investition und 40 Tonnen schwer. Das Gefährt war unter anderem auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im Einsatz. Neben den Produktausstellungen konnten die rund 3.800 Besucher an etlichen Vorführungen, Seminaren und Workshops teilnehmen. Aber auch für kulinarische Köstlichkeiten wurde gesorgt. Eine besonders wichtige Rolle spielte vor allem der Erfahrungsaustausch der Experten untereinander. So wurde überall viel über die neuesten Innovationen diskutiert und gefachsimpelt. Die Tonmeistertagung wird vom Verband Deutsche Tonmeister organisiert und war bereits zum zweiten Mal in Leipzig zu Gast.